nächsten Winter vor 50 Jahren ist hier die erste Anlage gebaut worden. Und da sind wir jetzt wirklich gerade ein Jubiläum dran. Dann haben sie noch Wirihorn Bahnen AG geheissen, Sportbahnen AG. Die sind dann Konkurs gegangen und seit den 90er Jahren gibt es die Wirihorn Bahnen AG, die heute noch bestanden hat. Ja, das war eine Pionierarbeit von gewissen Bike-Verrückten, die hier anfangen biken. Am Anfang völlig illegal, das hat es in dem Sinn noch nicht gegeben, das hat man noch nicht gekannt. Am Anfang haben sie mit Bike die Wanderwegen abgefahren oder einfach durch das Wäldchen abgefahren. Und da hat sich das nach und nach entwickelt. Der Sport ist immer berühmter und bekannter geworden. Aber man kann nicht genau sagen, in diesem Jahr ist der erste Trail gebaut worden, sondern das ist nach und nach immer weiter gewachsen. Unfälle passieren zwischen. Das vergleichen sie immer wieder ein bisschen mit dem Wintersport. Im Winter passieren Unfälle. Beim Biken ist es gerade ein bisschen ähnlich. Wir haben halt manchmal auch die Regen im Einsatz, eigentlich wirklich gleich wie im Winter auch. Aber gemessen an der Anzahl Biker, die hier den Berg runterfahren, muss man sagen, ist es eigentlich verhältnismässig wenig. Ich bin sehr gerne auf der Piste. Ich habe hier durch meinen Job erst ein bisschen zu diesem Biken gefunden wieder. Und ich muss sagen, es ist etwas, das wirklich enorm Spass macht. Und neben dem Winter Skifahren, im Sommer eine tolle Sache ist mit dem Biken.